Grüß Leute, willkommen zu Gatto Roboto. Ein Spiel, was ich schon mal durchgespielt habe, muss ich gar nicht so ehrlich zugeben. Ist aber schon eine ganze Weile her, dass ich schon wieder viel vergessen habe. Deswegen lasst uns einfach mal starten. Ihr seht ja, Datei 178,1%. Ich habe nicht alles gefunden. Ich mache einfach mal neue Datei an. Wie gesagt, ich habe alles fast vergessen. Also, ich weiß, um was es grundlegend geht. Und das ist ein sehr gutes Metroidvania. Darum geht es. Es ist ein sehr gutes Metroid-Klonspiel quasi. Wir sind mit unserer Katze unterwegs. Das heißt, wir sind die Katze. Wir sind mit unseren Herrchen unterwegs, oder wie man es dann Ganze nennen möchte. Gary am Missionszentrum. Missionszentrum, bitte komm, Ende. Hier ist das Missionszentrum. Ende. Commander, ich empfange ein Signal von einem kleinen Planeten auf meiner Route. Übrigens, das Spiel schwarz-weiß, wundert euch nicht, das ist so. Logisch, geiler Look, ne? Sieht gut aus. Die Koordinaten lauten. Verdammt, ich konnte es mir vorlesen. Ende. Auf jeden Fall stimmen mit denen einer unserer Forschungseinrichtungen überein. Schon mal gut. Also auf dem Planeten gibt es eine Forschungseinrichtung. Wahrscheinlichkeit ein falscher Alarm, Leute, nein. Wir landen aber trotzdem da, beziehungsweise crashen wir da. Das kann ich euch jetzt schon verraten. Die andere ist schon seit langem verlassen. Ende. Ich bitte um Erlaubnis, mir das anzusehen, Commander. Ende. Ja, macht da. Nähern Sie sich vorsichtig, Leutnant. Ende. Ja, man muss es sich auch mal angucken, ne? Also wenn ein Notsignal kommt. So, er nähert sich dem Ziel. Vorbereitung auf Mieze. Und die Mieze. Gary, wir haben den Sichtkontakt verloren. Die Mieze hat draufgedrückt. Katzen in ein Raumschiff sind keine gute Idee, Leute. Katzen in ein Raumschiff können für Chaos sorgen. Katzen haben den Hang zum Chaos. In der Wohnung lässt sich das vielleicht noch verkraften. Aber dann ein Raumschiff doch nicht, Leute. Ich kann mich nicht bewegen, aber ich lebe. Hallo, kann mich jemand hören? Miau. Miaut's genau. Kiki, mein Kätzchen, ich habe schlechte Neuigkeiten, Kiki. Ich stecke in diesem Schiff fest. Kiki, du wirst an meiner Stelle losziehen müssen. Miau. Die Katze ist zum Glück hochintelligent, das ist gut daran. Rede ich gerade wirklich mit einer Katze? Ja, die Katze ist hochintelligent. Tut mir leid, Kätzchen. Ich stehe vor einer Beförderung und kann mir kein weiteres Missgeschick erlauben. In diesen Forschungsanlagen gibt es meist einen steuerbaren Wachrupter. Lass uns sehen, ob wir einen finden. Ich werde dich über deine Funktionshaltband führen. Hör einfach auf meine Stimme. Viel Glück. Miau. Also, braves Kätzchen. Also, die Katze hört das quasi auf sein Kommando. Wir steuern die Katze. Und die kann auch... Guck mal hier, das hätte er sowieso nicht gekonnt hier. So, Wände mich hochklettern lassen. Guck mal, was wir können. Das ist so geil. Also, dieses Spiel Gatto Roboto ist ein sehr gutes Spiel. Das durfte ich damals schon nicht im LP feststellen, sondern da, wo ich es privat gespielt habe. Und wie gesagt, aber wir können keine Blubberblasen kaputt machen. Keine Metroid-Türen, die aufgeschlossen werden müssen. Deswegen werden wir erstmal diese Katze, die sich wunderbar steuert. Katze, es gibt nicht so viele gute Katzenspiele, finde ich. Also, wo man selber eine Katze spielt. Die gut umgesetzt sind. Stimmt etwas nicht, Kiki? Sag bloß, du hast Angst vor ein bisschen Wasser. Natürlich habe Katzen Angst vor Wasser. Ist der einzige Weg, der weiterführt, Kiki. Du musst da rein, Kiki, auf die eine oder andere Art. Nein, die Katze geht nicht. Buh, er hat sich erschrocken. Nein, erschreckt. Katze. Okay. Ich bin im Wasser. Ich bin echt im Wasser. Ich schwimme im Wasser. Das ist ja Wahnsinn. Eine Katze, die ins Wasser springt. Pfui. Nein. Also, ich weiß gar nicht. Gibt es auch Katzen, die gerne baden? Katzenbesitzer, haut mal raus. Ich glaube, da oben kann ich auch irgendwie lang, oder? Halt. Ich gehe erstmal umgucken. Guck mal, da oben, da, wo der Pilz dran hängt, an dieser Röhre. Sieht sehr verdächtig aus. Metroid verdächtig. Okay, ich komme hier hoch. Hui. Hier rein vielleicht? On the wall? Kommen wir auch nicht lang? Ah, ich habe alles vergessen. Sehr gut. Bei solchen Spielen ist das immer sogar gar nicht mal so schlecht, so ein, ich sag mal, Videospiel-Alzheimer zu haben, wie meine Wenigkeit, der so viel vergisst. Weil da kann man so Spiele öfters durchspielen und ist immer wieder überrascht, wie gut es ist. Aber ein paar Ängste bleiben natürlich mir im Kopf. Gut gemacht, Kiki. Tritt auf die Plattform, um den Anzug anzulegen. Ach ja, den Anzug, genau. Jetzt haben wir eine Ballerkatze. Okay, wir können ablegen das Ding und wir können ballern. Das ist das Wichtigste. Wir können aber auch raus, ne? Das ist wichtig, weil normalerweise denkt man jetzt, ui, du hast den absoluten Monster-Balleranzug. Was kann schon schief gehen? Aber auch die Mieze muss ab und zu mal gefragt werden, gerade wegen ihren Klettereigenschaften und vieles andere. Und wir erweitern auch später diesen Anzug noch. Ist ein super geiles Spiel. War damals, fand ich, ein bisschen teuer für das Spiel. Oh, ist ein Gegner. Aber jetzt nicht... An sich, wie es gemacht ist, das Spiel ist da sehr viel Geld wert, sondern einfach nur von der Aufmachung her. Es ist ein Spiel, was nicht so aufwendig programmiert ist, obwohl die Steuerung sehr gut funktioniert. Aber ich meine jetzt vom Grafikstil. Deswegen habe ich es damals mir geholt, als es doch dann im Angebot war. Und muss sagen, ich war positiv überrascht davon. Weil, guck mal, es sieht nach Metroid. Es ist ein Metroid. Bloß halt mit der Katze. Okay, das können wir auch nicht kaputt machen, logisch. Da brauchen wir Morphball-Bomben oder sowas. Oder das Äquivalent in diesem Spiel dazu. Da geht's auch rein. Seht ihr, das müssen wir was kaputt schießen, da müssen wir mit der Mietz rein.
Ich kriege bestimmt irgendwann noch einen Doppeljump. Übrigens, wundert euch nicht, ich weiß nicht, habe ich es schon erwähnt gehabt? Meine Nachbarn renovieren wieder. Und es könnte ein bisschen lauter krachen die ganze Zeit. Also wenn irgendwas Lautes runterfallen, scheppern hört, nicht wundern, sind nur die Nachbarn. Die Guten. Wir könnten jetzt auch zurück, wir könnten aber auch hier rein. Oh, Energiepack. Kiki hat ein Energiekit erhalten. Neutrales Rettungsgit. Du hast ein Energiekit gefunden. Maximal Energie wurde gehört. Energie vielleicht. Energie. Gute Arbeit, Kiki. Miau. Ich raffte das Wortspiel nicht. Wenn ihr es eher rafft, ihr seid kluge Leute, sagt's mir. Auf jeden Fall haben wir ein bisschen Lebensenergie dazu gekriegt und sind zu blöd, hier hochzukommen. Yay, guter Schwung. Denn ich glaube, der Anzug, der kann wiederum kein Wasser vertragen. Noch nicht. Ich glaube, der geht im Wasser drauf, aber ich will es jetzt nicht austesten. Aber mit dieser Ballersache könnte, wenn man nicht so dumm wäre, auf die... Wer bist du auf die Gegner achten, ne? Todesfrosch! Können wir das kaputt schießen? Sehr gut. Ich weiß gar nicht, wie wir mehr Energie kriegen. Das weiß ich schon gar nicht mehr, wie das war. Dass wir praktisch verlorene Energie wiederkriegen. Ich finde auch das kleine Katzenbild da oben geil. Die speichern? Jo, kriegen wir Energie wieder. Oben rechts seht ihr, da seht ihr den Kiki. Ja, erstmal eine Auswahl gehen, ne? Gucken wir mal. Geht noch nicht lang. Wir brauchen bald ein Update für die Rüstung. Uai! Okay. Neue Gegend. Schön. Kann man machen. Jetzt weiß ich gar nicht, war das hier so, dass man Schaden im Wasser gekriegt hat? Ich bin mal vorsichtshalber vorsichtig. Aber ich habe immer erstmal Bock, in die andere Richtung zu gehen. Ich weiß auch nicht, warum es mich nach rechts treibt. Normalerweise ist der Videospieldrang, okay, deswegen. Videospieldrang bei normalen Leuten ist durch, vielleicht auch ein bisschen durch Super Mario und andere, oder eigentlich diese ganze Sache, dass wir von links nach rechts lesen überhaupt, dass man denkt, rechts geht's weiter. Deswegen geht man als Videospieler erstmal nach links. Also dieses Phänomen, dass man erstmal dahin geht, wo es nicht weitergeht als Videospieler, um Zusatzgeheime zu kriegen, kennt man ja mittlerweile. Aber ich glaube, dieses, wenn man von Abgabung steht, automatisch nach links tendiert als Videospieler, liegt wirklich daran, dass man im Gegensatz des normalen Gedankengangs denkt und handelt. Ei, man ist ein Videospieler. Kennt sich halt aus, ne? Könnte auch im normalen Leben irgendwann mal nützlich sein, wenn man sagt, jo, no, ich gehe lieber den ungewöhnlichen Weg. Der Unerwartbare und nimmt dann mit, nimmt das mit, was andere nicht mitnehmen können. Kann ich hier? Nee. Da kann ich nur als Katze rein. Aber ich gehe erstmal in die andere Richtung. Wenn es da, weitergeht, möchte ich mich erstmal hier umgucken. Auch wenn ich den Kampf nochmal machen. Okay. Ich muss den Kampf doch nicht nochmal machen, oder? Nö. Jetzt kommt zum Beispiel der Zeitpunkt raus. Mieze muss alleine weiterarbeiten. Und sie kann sogar tauchen. Aber der Anzug nicht. So war das. Ich dachte, die Mieze taucht nicht. Weil es sowieso für Katzen ungewöhnlich ist. Tauchen für Katzen? Können Katzen tauchen? Also so, ich kenne mich mit Katzen nicht genug aus. Ich bin eher so der Hundetyp, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich liebe alle Arten von Tieren. Absolut. Also ich könnte Katzen stundenlang knuddeln und so weiter. Mögen die nicht? Weiß ich auch. Aber ihr wisst, was ich meine. Und, aber ich bin trotzdem mehr der Hundedude. Deswegen würde ich mal interessieren, wenn ihr eine Katze habt, tauchen. Katzen und tauchen. Ich meine, warum sollte ein Hauskatze tauchen müssen? Ich weiß schon, aber ich, so theoretisch, ne? Für die ganzen Katzennahen unter euch. Haut mal raus, würde mich mal interessieren. Ich glaube, da kriege ich einen neuen Anzug. Sobald ich in so einen Speicherslot reingehe, kriege ich einen neuen Anzug. Die Raketen kann ich jetzt erstmal nicht mitnehmen als Katze. Doch, kann ich! Natürlich hat Kiki ein Raketenmodul gefunden. Drück A, um es einzusetzen, zerstöre Steine. Erhöhe deine Sprungweite. Ende und aus. Ich kann damit meine Sprungweite erhöhen? Das habe ich gar nicht mehr im Kopf gehabt. Gucken wir mal, ob das so ist. Ja, so ein bisschen hüpfen kann man damit. Das ist okay. Ist wie ein richtiger... ach, da haben wir eine Cooldown-Anzeige. Ich glaube, das wird beim Endgegnerkampf dann interessant, wenn wir da mal einen haben. Ich glaube, da war es nämlich so, dass wir ein bisschen runterkühlen müssen. Ah, guck mal, da oben geht's hin. Weil der Anzug kann ja nicht schwimmen. Ach, das ist perfekt. Hui. Komm, Frosch. Geplatzter Frosch. Aber ich finde es immer wieder erstaunlich, dass... Ach, so ein Dauerspucker. Auch Metroid-Gegner. Das bei so geheimen Forschungseinrichtungen, wie hier, ne? Wo angeblich seit Jahren nichts mehr ist. Warum sind hier Frösche? Haben die Wissenschaftler Frösche mit ins All genommen? Oder sind das außerirdische Frösche, die sich zufällig genauso entwickelt haben wie die Frösche auf der Erde? Man weiß es nicht genau. Aber solche Fragen stellt man sich doch, oder? Da würde ich aber auch als Spielehersteller ein bisschen drauf achten. So als Spieleprogrammierer. Auf so eine innere Logik. Man weiß ja nie, ob das eigene Spiel ein Hit wird und da plötzlich Leute Loas drüber schreiben, wie bei Dark Souls oder so. Ich glaube, hier muss man lang, genau, da kann man hin, da kann man vorhin nicht weiter. Jetzt kommen wir weiter, weil wir den Ballerhirsch hier haben und ein bisschen BÄM machen können. Und speichern und wieder Energie kriegen. Das Spiel geht eine ganze Weile. Ich glaube, Speedrunner kommen hier in 10 Minuten durch oder so. Maus. Mau. Arme Maus. Was quiekt da so?
Kiki, ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. What the fuck? Okay. Okay, das sind schon aktive Angriffe. Das habe ich gar nicht so mitgeschnitten. Nur Raketen können Verwundung verüben. Ist sie bei mir? Ach, die vier. Ah, jetzt habe ich nur. Oh Gott. Gehe ich jetzt schon drauf? Ist das wirklich so? Ich muss den Kampf nochmal üben. Der war richtig schlecht von mir. Hätten die Maus nicht reizen sollen. So, nochmal. Was wollte ich jetzt eigentlich erzählen? Ich bin verwirrt. Egal. Ach, die Länge des Spiels. Ich weiß gar nicht, wie. Ich habe schon ein paar Stunden gebraucht, wo ich das Spiel zum ersten Mal durchgezockt habe. Jetzt nicht super lange. Ich kann es euch gar nicht mal sagen, ob es ein einstelligen Bereich war, ob ein klein einstelligen Bereich, ob es 5 Stunden waren, 4 Stunden, ob es 3 Stunden waren, ob es 10 Stunden waren. Ich kann es euch gerade nicht so wirklich sagen. Ich kann euch sagen, das Ganze hat sich für den Preis, wo ich es geholt habe, gelohnt, weil es einfach ein gutes Metroidvania ist. Und ein gutes Metroidvania. Okay. Kann man sich schon mal gönnen. Komm, Heslon Maus. Mein Roboteranzug ist stärker als deiner. Eigentlich nicht. Ich bin gerade ein bisschen schweigsamer, ich weiß das, weil ich diesen Kampf nicht nochmal verkacken möchte. Und ich neige ja zu Kämpfe zu verkacken gegen Endgegner. Autsch! Ich meine, Quiek! Ja? Hat die Maus gesprochen? Ich habe anscheinend eine Menge Blut verloren. Geh weiter, Kätzchen, ich zähle auf dich. Ja, die Maus hat gesprochen! Und das ist ein Plot-Twist, Leute. Ein kleiner, der hier schon ein bisschen angeteasert wird. Aber darüber solltet ihr euch keine Gedanken machen, weil ich werde das Spiel jetzt auch nicht durchzocken, sondern nur für euch zur Notiz. Und lustig, die Räume sind mit Nummern angegeben. Guck mal, wenn da hoch, wo ich hochschieße. X17, Y12, also Koordinaten. Die uns weiterhelfen, uns in diesem Spiel zu orientieren. Wenn es notwendig wird. Hey, bam. Ich liebe die Raketen einfach. Die haben guten Impact. Weil die auch den Anzug so ein bisschen zurückschubsen. Macht das mal drauf. Ich stelle mich mal auf diesen Stein hier so. Und Feuer. Schön nach hinten komplett. Und das merkt man auch, wenn der Joy-Con dazu noch wackelt. Oh, ich Idiot. Dass es so ein bisschen Feedback gibt. Und das gefällt mir richtig gut. Das erhöht die Wucht. Soll es bei jedem guten Spiel geben. Feedback. Ordentlich, dass man weiß, Waffen krachen. Komme ich da hoch? Ja, ich komme da hoch. Aber ich muss erstmal wahrscheinlich hier runter. Frosch. Kein Frosch. Du da. Tot. Gut. Du da. Hätten wir zwar nichts tun können, aber lieber safe than sorry. Ja, hier muss ich irgendwie hochkommen. Aber mit der Katze könnte ich hoch, aber ich könnte damit die Bubble nicht zerstören. Also ist das was für später. Wahrscheinlich ein Rückweg oder so, wo wir eine neue Fähigkeit gekriegt haben. Ui. Ich muss wirklich sagen, das Spiel habe ich überhaupt nicht mehr so richtig im Kopf, ne? Wo muss da lang geht und so weiter. Finde ich aber gut. Übrigens, es gibt hier kein Backtracking so wirklich. Das ist so eine Sache, die mir gefallen hat beim Zocken. Natürlich gibt es Backtracking. Man kann immer noch Gegenstände finden hier, die man danach verpasst hat. Aber es ist ja nicht wie ein Standard-Metroid. Metroid ist niemals Standard. Wisst ihr, was ich meine? Metroid ist immer geil. Aber was ich sagen wollte, bei Metroid, die leben ja vom Backtracking. Du rennst kilometerweit zurück. Und ich glaube, mit Backtracking hätte man das Spiel auch viel, viel länger machen können. Aber man läuft eigentlich mehr so ein Gebiet ab, kommt an einer anderen Ecke wieder raus und geht dann halt weiter, ne? Aber nicht wirklich Aquas. Okay, das war mega dumm. Ach Gott. Warum habe ich mich zuerst nach unten gehen entschlossen? Oh Gott, das war ja mega dumm. Jetzt bin ich wieder am Ausgangspunkt. Ja, ist halt so. Habe ich verkackt. Wäre ich doch lieber geradeaus weitergegangen. Was ich sagen wollte, im Backtracking. Also wenn jetzt nicht gerade sowas hier passiert, was mir gerade passiert ist, dass ich den ganzen Weg jetzt normal gehen muss, hat das Spiel im Normalfall kein Backtracking. Und, also nicht, ich muss nochmal zurückgehen, um einen bestimmten Gegenstand zu haben, den ich unbedingt brauche. Fällt hier aus, deswegen ist nicht. Ist alles gut geregelt. Man kann bestimmte Regionen nochmal abgehen, um ein paar Secrets zu finden. Das ist jetzt aber nicht überlebensnotwendig. Und glaubt, das macht das Spiel aber auch rein vom Durchzockzeiten her geringer, logischerweise. Aber Videospielwert ist, glaube ich, deswegen auch gar nicht so schlecht. Beim großen Metroid ist der Videospielwert auch hoch, aber erst nach einer gewissen Zeit. Aber das Spiel habe ich jetzt ein halbes Jahr nicht angefasst, nachdem ich es durchgezockt habe. Und muss sagen, würde ich jetzt locker nochmal durchspielen. Habe ich Bock drauf.
Nein, nein. Was tue ich denn? Gerade noch die Streuung gelobt und jetzt verkacke ich es immer. Toter Frosch. Tote. Nee, scheiße. Tote. Nein, scheiße. Alter. Stirb endlich. Die machen um einen Lärm. Bei der Renovierung ist die Hammer, also der Hammer. Kurze Info drüber, ich wohne ja in einem Mehrfamilienhaus zurzeit und über mir der Vermieter, älterer Herr, oder ältere, doch war ein älterer Herr, gerade überlegt, so eine ältere Dame war. Wir haben, dieses Haus besteht bei uns quasi nur aus alten Leuten, ist wirklich so, wir sind die einzigen, die hier drin jünger sind. Ja, egal, hat es zeitlich gesegnet und jetzt wird die Wohnung wieder frei. Ist übrigens, seit ich diesem Haus lebe, schon das dritte oder vierte Mal, dass Bewohner hier sterben. Liegt nicht an mir? Wie gesagt, liegt am Alter. Es ist eine sehr ruhige Gegend. Jetzt bin ich wieder im Raumschiff. Wollte ich das? Ja, wollte ich. Hier sind ja die Felsen. Ich kann mich auch nach unten sprengen. Ist das ratsam? Ah, doch, ist ratsam. Ja. Ihr wisst, was ich meine. Schalter. Was ist das? Eintrag Nummer 2312. Der Sicherheitsabteilung. Hier ist Jimbo. Hallo Jimbo, der Doktor ist durchgedreht. Die Sicherheitssysteme wurden modifiziert und haben das Personal auf die Gelände ins Visier genommen. Die meisten meiner Kollegen wurden entweder getötet oder... ich haben sich in diese Dinger verwandelt. Ich fliehe mit meiner Fluchtkapsel zur Oberfläche. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Rückreise überleben werde. Doch mein Herz wird immer in den Küsten... Ach Gott, was habe ich denn heute? Doch mein Herz wird immer den Küsten von Erde 2 gehören. Ende und aus. Eieiei. Ja, cool. Ja. Also liegt nicht an mir, es liegt einfach nur, dass die Gegend ziemlich ruhig ist. Wir haben auch ein Altersheim in der Nähe. Und, ja, wie gesagt, Altenheim? Ich bin völlig verwirrt. Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall. Gott, das Zeug habe ich ja auch schon geholt. Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Bin mega verwirrt, weil ich die ganze Zeit hier labere über Gott und die Welt. Dann gehe ich mal hier runter. Hier rein, oder? This is the place to be, natürlich. Und dass die Gegend bei alten Leuten sehr beliebt, hat absolut sehr viele Vorteile, weil man ist der Einzige, der Lärm macht. Nee, nicht wirklich. Also, wir hatten mal einen Obermieter gehabt, der hat so laut Fernsehen gehört, weil er taub war wie nach Dunkel. Alter, man konnte jedes Wort mitzitieren in Zimmerlautstärke. Gut gemacht, Kiki, du hast den Nexus erreicht. Alle Wege führen hierher. Stell ihn dir als Knotenpunkt vor. So wie etwa, sowas etwas, eine Art. Ich hab's heute nicht mitgelesen. Wie dem auch sei, wir müssen die Eingang zum Labor finden. Schauen wir mal, was du drauf hast. Kiki. Einfach alles habe ich drauf. Ich bin der Beste. Miau. Oh Gott. Ende und aus. Der redet halt mit der Katze, ne? Ich finde trotzdem geil, wie schnell er quasi übers Halsband der Katze Infos gibt und sie drauf reagiert. Springen, schießen, schießen, springen, ausweichen, nach oben gehen, links, rechts. Ist halt... Ich bin überfordert als Mieze. Und als Sprecher auch. Ich will den Bart absammeln, ey. Ich glaube, mir hat das besser gefallen. Die Katze regelt alleine. Die Katze macht das schon. Nein, da kommen wir nicht hoch. Nein, Frosch! Wollen wir mal kurz hier ausziehen? Nein, ich wollte ausziehen. Nein, ausziehen. Hier ist mein selber Fehler. Ui! Mieze macht das schon? Mieze hätte auch oben lang gekonnt, fällt mir gerade ein. Mieze kann auch oben lang. Halt, wollte ballern. Nein, steig ein! Wir werden sterben. Nein. Uiuiui. Ui. Mieze kann doch auch hier lang. Die schafft doch den Sprung, oder? Schafft Mieze nicht den Sprung? Entschuldigung mal, Mieze. Halt, da wollte ich gar nicht hin. Raus, ist gerade nicht möglich. Ich kann... Doch, jetzt kann ich raus. Ich wollte Anlauf nehmen. Ah, fuck. Nochmal. Ja, Mieze hat's geschafft. Ich gehe jetzt einfach mal das Risiko ein, aber im Prinzip drehe ich mich hier nur im Kreislauf. Nee, das bringt gar nichts. Ich hole mir meinen Anzug wieder und gehe in eine andere Richtung. Ui, Anzug wieder her. Bäm. Wenn das mal beim Metroid so einfach gehen würde, ne? Kriegt man einfach mal einen neuen Anzug, wenn man einfach auf den Schalter drückt. Hm, dieser Hauptrechner. Hallo, Computer. Echt jetzt? Du musst mich nicht grüßen, als ob ich einer deiner Artgenossen wäre, Mensch. Kommen wir zum Punkt. Siehst du dieses Zeichen? Du musst ja nicht gleich herablassend werden, Computer. Ja, ich sehe sie. Sehr gut, Mensch. Also, dieses Zeichen bedeutet kaputt. Du musst sie alle in Häkchen verwandeln. So, das ist dein Häkchen, Mensch. Hier ist dein bisheriger Fortschritt. Übermäßige Überflutung im Aquädukt, nicht gut. Der Wärmetauscher ist immer noch stark überhitzt. Das Lüftungssystem ist komplett verstopft. Eine eklige Angelegenheit. Zugang zum Bohrer kann ich nur gewähren, wenn alle Fehlfunktionen behoben werden. Was für eine verachtenswerte Maschine. Auf geht's, Kätzchen. Da unten sehen wir die Ausrufezeichen, die müssen zu Häkchen werden.
This is our mission. Bam. Oh, schöner Rocket Jump. Ich liebe das wirklich, ne? So ein bisschen ab Rocket Jumpen. Kann man da auch mit dem Rocket Jump vielleicht so? Nee. This is not to be the place. Wir müssen da unten. Raketen. Oh, wir brauchen dringend ein besseres Hitzeabwehrsystem, dass wir hintereinander Raketen spammen können. Oh, was musste ich hier? Huch, nicht schießen. Ist das eine Katze in einem Roboteranzug? Das muss ich wohl gerade sagen. Ich glaube, die ist ein Frosch, oder? Ein Hachi. Miau. Hör mal, vielleicht können wir uns gegenseitig helfen. Ich kann dir Waffen modifizieren. Doch, mir fehlen Sicherungen. Bring mir 7 Kassetten, dann können wir über eine Verbesserung sprechen. Hachi! Ich befürchte, ich verliere den Bezug zur Realität, Kiki. Wir sollten diese Mission lieber abschließen, bevor ich noch zu quaken beginne. Das ist wirklich tatsächlich ein Frosch, ne? Aber welche Tapes brauchst du, Digga? Gib mir doch erstmal was, mit dem ich arbeiten kann. Mit dem ich weiterkomme. Also hier komme ich irgendwie nicht so wirklich weiter. Naja. Bam. Vielleicht ging es da doch weiter, wo ich gesagt habe, es geht nicht weiter. Aber, but wie? Ich kann das Ding hier oben nicht aufschießen. Ich muss oben mit dem Roboteranzug hinkommen. Ich soll nochmal mit dem Typen nochmal reden. Ich weiß nicht, welche Tapes der meint. Dude! Hachi! Miau. Also gut, Kätzchen. Sehen wir uns mal deinen Fortschritt an. Du hast bisher 0 Kassetten gefunden. Ich kann dir mehr Kraft geben, wenn du 7 weitere findest. Hachi! Miau. Viel Glück. Ist hier eine Leiter nach unten oder irgend sowas? Hier nochmal? Ey, zerschießt die ganze innere Richtung, Junge. Red mit mir. Wo geht's hier hin? Da hinten ist eine Leiter, oder? Sieht aus wie eine Leiter, ist aber keine. Okay, ich kann die ganze Hütte abfackeln, auseinandernehmen. Ich fürchte, hier geht es nicht weiter. Piep. Gucken wir uns mal da oben wieder um. Entschuldigen Sie, ich habe mich leicht irritieren lassen. Ich weiß zur Hölle nicht, wo es hier weitergeht. Muss ich in eine komplett andere Richtung? Es ist not wogegen weiter hier. Ich muss noch doch in der Richtung weiter umgucken. Stimmt, ging es da weiter und ich habe es nicht gleich gesehen. Weil I'm very stupid. Aber hier ging es doch als Mieze nur lang und als Mieze... Wartet mal. Ich springe einfach über den großen Hügel da oben drüber. Ist ja scheißegal. Klar komme ich da erstmal nicht weiter, sondern einfach nur runter. Aber das ist doch völlig furz hier unten lang. Genau. Ist doch very egal. Mieze, wir brauchen deinen Einsatz. Da geht's ums Schwimmen. Okay, da geht's nicht weiter. Mieze. Kiki. Kiki heißt natürlich. Fahrstuhl erstmal aktivieren. Ich werde auch mit dem Let's Play gleich zu Ende kommen, sag ich mal so. Weil ich wollte euch einen kleinen Einblick in dieses Spiel gewähren und ich denke, das habe ich euch gewährt im Sinne von Aquädukt, ja, Wasser ablassen, kriegen wir einen. Aber vielleicht machen wir die Mission doch. Weil ich das finde, weil das Spiel so extrem kurz ist, dass ihr es euch vielleicht selber besorgt. Ah, es geht ins U-Boot. Game Changer. Oh nein. Damit ihr selber noch Vergnügen daran habt, ne? Also diesen Anzug, haben wir gesagt, behalten wir nicht die ganze Zeit. Wir können auch... Nein, okay, ich kann aussteigen. Ach, ich wollte gerade eine Rakete feuern. Haben wir nicht. Ich gehe jetzt erstmal hier lang. Damit es selber noch zockt, weil das Spiel wirklich lohnenswert ist und ich möchte hier nicht zu viel vorwegnehmen. Deshalb mache ich öfters bei Titeln. Also bei Spielen, wo ich denke, es ist scheißegal, da kann ich auch stundenlang zocken, weil ich denke, ihr kauft euch das sowieso. Die nicht so von ihrer Überraschung leben wie dieses Spiel hier, was man... Alter, Tür auf. So, erwartet. Ich glaube, die Mission nehme ich noch mit. Diese Frösche. Tödliche Kreaturen. Ich frage mich, für was dieser kleine Radar gerade... Ach, der zeigt tatsächlich den Gegner an, oder? Ja, er zeigt den Gegner an. Also ihr könnt euch auch voll nach dem Radar orientieren. Der macht zwar keinen Sinn, aber... Okay. Bösartige Endgegnerfische. Oder Zwischengegnerfische. Vom Endgegner hätte ich jetzt gesagt, ehrlich gesagt, ein bisschen Respekt, weil mein Anzug hatte nur noch... Wow. Wenn ich nicht so doof reinfliegen würde, hätte er noch 3 gehabt. So hat er noch 2. Stirb, Roboter, Bösfisch. Entschuldigen Sie, ich muss hier hoch. Ja, ich kann das U-Boot verlassen. Entschuldigen Sie, ich muss es verlassen. Ich will gerne meinen Roboteranzug haben. Dann, Gatto Roboto. Nein, ich will nicht aussteigen. Ich wollte Raketen schießen. Jedes Mal dasselbe. Jawohl, schöne Rocket in your face. Was ist das da lang? Bam. Ich glaube, die Raketen haben auch den großen Vorteil, dass sie halt über den ganzen Bildschirm gehen. Im Gegensatz zu unseren zwergenhaften Bienen. Ich meine, den werden wir später sowieso noch... Das meine ich. Okay, der Anzug kriegt Schäden. Habe ich doch gewusst.
Eieiei, und rüber hier. Hui, hui. Was soll ich jetzt eigentlich sagen? Genau, dass ein Beam irgendwo noch aufgerüstet wird. Raus, raus, ich will raus. Ui, Mieze, schwimm. Ist halt geil, dass es den Morphball im Prinzip nicht... Ach du Kacke. Das hilft dir gar nichts. Ich komme hier nicht lang. Ich muss die Tür aufschießen, das kann ich nur mit einer Waffe machen und die Waffe kommt da nicht runter. Also muss ich hier lang. Ja, dass es kein Morphball gibt, sondern die Mieze der Morphball ist eigentlich der Hauptcharakter. Und wenn man quasi dadurch die Rätsel löst. Aber wie gesagt, die Rätsel sind jetzt nicht so mega kompliziert, die Level sind nicht so groß. Aber das ist auch schöner vom Aufbau her. Die Level haben eine satte... Halt, ich wollte Rakete schießen. Was mache ich denn? Schöne Struktur, eine logische Struktur. Und ja, also die Level-Designer von manchen Metroidvanias, was die ja manchmal verbrechen, ne? Die machen im Prinzip gute Spielprinzipien, weil sie halt Metroid als Vorlage nutzen. Machen auch schön was eigenständig raus und dann machen die aber ein ganz mieses Level-Design. Und das ist das, was mir wiederum nicht so gefällt. Okay, du hast eine Gatling, ja? Fühlt sich jetzt cool. Ich kann mich hier drunter stellen. Da passiert mir gar nichts. Mir passiert da was. Nein, komm doch mal her, Junge. Hey, kannst mich nicht erwischen. Hat leider keinen Lebensbalken, ne? Treffer? Treffer? Ja, den kriegen wir schon noch klein. Wir müssen halt nur schön passiv in der Deckung stehen. Jetzt kommen die Raketen wieder. Ja, Pattern durchschaut. Du hast keine Chance. Unman, and you are the cannon. You gotta go, go, go down, man. Das Schöne ist, dass wir immer zwei schnell hintereinander feuern können, wenn wir abgekühlt sind. Das habe ich gar nicht so beachtet. Ach, verdammt. Dummheit. Mega Dummheit. Einmal was Dummes machen, ist eine Sache, ne? Aber dann die Dummheit wiederholen. So wie er gerade. Das ist dumm. Also eine diese dumme Sache machen, ist nicht schlimm, wenn man daraus lernt. Aber zweimal hintereinander dasselbe Dumme machen, ist bei mir aber auch so, ne? Manchmal lernt man aus seinen Dummheiten gar nichts, die man macht. Der ist schneller geworden, oder? Kommt mir das nur so vor. Der ist kaputt? Oder kommt mir das nur so vor? Hey Kiki, erinnerst du dich an Abläufen, von denen ich sprach? Wie dem auch sei. Diese Tretmühle in Katzengröße sollte dich sollte die obere Etage entwässern. Natürlich gibt es da eine Tretmühle in Katzengröße. Wenn Mensch, würde ich auch nicht da hochspringen. Das ist ein bisschen konstruiert, aber gefällt mir trotzdem. So, Wasser abgelassen. Jetzt brauche ich niemand mehr ein U-Boot. Gut so, es ist geschafft, bleibt nur noch zwei. In und aus. Ach, zwei? Okay, ich dachte, das wäre nur... Woher weiß er das? Nein, halt! Wieder Rakete schießen! Das meine ich mit dummen Fehler und wiederholen. Oh Mann. Ja, hier kann man doch vorhin lang. Na fantastisch, jetzt müsste auch der Gang hier in der Mitte frei sein. Und die Quallen müssten nur noch... Ja, guck mal! Der Oktopus! Oh, das arme kleine Ding. Weggesprengt. Sah von der Seite aus, das wäre fröhlich. weil er auf dem Kopf lag. Schön, okay. Haben wir gemacht. Haben wir ein bisschen mehr Energie? Das gefällt... Alter, okay. Entschuldige mal, ich wollte nur da hoch. Gatto Roboto? Scheiße. Aber wir haben ja noch Miezenmodus. Aber dann drehen wir uns doch wieder im Kreis. Irgendwas muss ja noch sein, dass wir das Wasser abgelassen haben. Da kriegen wir einen neuen Anzug. Cool. Geht's da runter? Nee. Irgendwo müssen wir jetzt runter. Aber hier sind wir doch vorhin lang gekommen. Wir haben noch keinerlei Vorteile. Oder habe ich jetzt das Item geholt für mehr Lebensenergie und habe jetzt den Nachteil, dass ich jetzt den ganzen Weg nochmal gehen soll? Vorhin noch das Anti-Backtracking gelobt. Jetzt haben wir Backtracking. I don't like Backtracking. Ich weiß echt nicht, wo es weitergehen soll. Ne? Ich habe echt gedacht, da runter. Ja, ist ja nicht so schlimm, wie gesagt. Ich wollte das Spiel erstmal zeigen. Ich muss mir gar nicht so viel Gedanken drüber machen. Warte mal, hier war von auch Wasser, oder? I'm not sure. Doch, 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 hier. Your water going down here. Hier. Ja, ich kann hier ganz normal runterspringen. Aber wie kriege ich die Panzerwand kaputt? Okay, müssen wir einen anderen Weg wählen. This is not the place to be. The way. Ach du blöder, dummer Scheißfrosch. Hier können wir oben lang.
Konnten wir das vorhin schon? Hier können wir auch nicht wegen dem U-Boot. Wir sind vorhin mit dem U-Boot hier gewesen. Ah, I see. The Bad Moon Gone Horizon. Okay. Nein, nein. Und rüber. Langer Sprung. Jetzt bin ich langsam irritiert. Jetzt war ich doch auch schon, oder? Nee, hier kann ich noch gar nicht gewesen sein. Das ist der lange Flur nach unten. Klar war ich hier. Es sind doch genau dieselben... Hey, Leute. Ich habe langsam Orientierungsschwierigkeiten. Aber massive. Okay. Ich gehe trotzdem nochmal hoch. Ich glaube, hier war ich trotzdem schon. Aber, ich habe gedacht, ich habe gerade was Kluges gemacht. Dabei merke ich gerade, dass ich da drüben vielleicht hin muss? Oder bin ich jetzt völlig... Ich bin völlig lost, Leute. Ich gebe es auf, ich bin völlig lost. Maul halten. Ich habe gedacht, der Raum sieht vielleicht nur so ähnlich aus. Es ist exakt this room, wo wir vorher waren. Okay, nochmal Energie hochgepuddelt. Vielleicht müssen wir ganz in eine andere Richtung. Hier ist das, guck mal, hier ist da auch vorher Wasser gewesen, wo keins war. Das können wir doch nutzen. Der Rocket Jump hilft uns hier aber auch nicht viel. Ach nee, okay, es geht ganz normal weiter. Joa, ich dachte, wir müssen da Rocket Jumpen, aber... Falle, hier geht's lang! Alles... Nein, 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 Mieze, egal. Ich weiß gar nicht, die haben gar keine Energie behalten als Mieze, ne? Nur für die Fahrzeuge. Das heißt, die Mieze wird einmal getroffen. Okay. Entschuldigen Sie bitte. Ich will eigentlich nur ausweichen, ich will nichts töten. Da müssen wir wieder Wasser ablassen. Aber wie kann ich jetzt... Das U-Boot hat keine Raketen. Es hat einfach keine Raketen. Das nützt mir alles nichts. Ich kann das nicht zerstören. Hier unten kann ich auch nicht lang. Ah, das ist eine Röhre. Sau stark. Das heißt, wir brauchen für das U-Boot Raketen. Oder sehe ich das falsch? Die holen wir jetzt noch. Da habe ich Bock drauf. Wir schnell mal durch. Man muss ja nicht mal alles zerfighten. Okay, wir müssen fighten. Ich habe keine Ahnung, ist das Stachelfische oder sowas? Oder Kugelfische? Oder fette Karpfen oder sowas? Dicke Lippe haben sie auf jeden Fall und können sich aufblähen. Ich glaube, es ist keine irdische Rasse. Auf jeden Fall clever sind sie nicht. Und auch hier können wir später das Wasser ablassen. Vielleicht müssen wir erst das Wasser ablassen und dann können wir Raketen nutzen. Oder wir kriegen für das U-Boot Raketen. Man weiß es nicht. Alter, was war das gerade? What the fuck war das gerade? Ist aber egal, wir brauchen die Energie vom U-Boot nicht mehr. Mieze. Können Miezen wirklich so wieder in die Wand laufen? Ich glaub's nicht. Speichern und einen neuen Anzug kriegen. Yay! Ich liebe dieses Spielprinzip. Ganz ehrlich, Devolver war ja schon immer sehr berühmt für originelle und geile Spiele. Aber dass die von sowas nie eine Fortsetzung machen, verstehe ich nicht. Fahrstuhl? Reagiere auf meinen Befehl. Ich setze mal. Ja. Nein, Mieze! Explodiert! In der ekelhaften Explosion. Ich schätze mal, ich muss einfach nur das Ding loswerden. Und dann, den Roboteranzug persönlich rüber transportieren. Nochmal. Ui. Das könnte uns später nämlich im Weg stehen. Jetzt nur das Problem. Nein, ich konnte nicht bremsen. Dummer Moft. Nochmal, das kriegen wir hin. Ziemlich dumm gerade gelaufen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich unterschätze ein bisschen das Gefühl von der Miez für Wasser. Okay, erstmal. Weil die. Okay. Ui, na ging noch. Okay, die Katze ist nicht ganz so beweglich unter Wasser, aber ist ja auch eine Katze. Kein Fisch. So. Komm zu mir. Bäm, genau. Alles klar, gar kein Problem. Ich sag ja, das Spielprinzip ist schon erfrischend. Das ist ein Metroidvania. Aber mit einem anderen Ansatz. Wie gesagt, weit weniger Backtracking. Dann funktionieren die Gameplay-Mechaniken durchaus anders. Und was aber auch so ist, dass man wenig Kampf auflevelt. Vieles Updates, die man ja kriegt, sind wirklich, um weiterzukommen. Und weniger, um zu fighten, klar. Ach man, ich muss mich in die Richtung bringen. Nee, scheiße. Wenn man stärkere Raketen kriegt, weiß gar nicht, ob das so war hier, oder wenn man mehr Energie kriegt, ist natürlich ein Update für einen Fight, ne? Gar keine Frage. Aber die meisten Dinge braucht man hier wirklich, um weiterzukommen. Böse Minen. So, ich will einen neuen Anzug haben. Yay!
Ich finde es aber auch geil, dass man mit jedem Speicherpunkt einen neuen Anzug kriegt, einfach das Ding rund. Da muss man nicht immer den alten wieder herholen. Nein! Okay, diesmal wird es mit Raketen ausweichen, glaube ich, nicht so einfach. Ah! Arschloch. Mit dem Gatling könnte aber hier ein bisschen komplizierter werden. Aber den könnte ich jetzt auch hier erwischen, oder? Nein, ich wollte nicht aussteigen. Ich wollte wie immer... Ah! Du Arsch, Alter! Aber wenn ich hier in der Ecke stehen bleibe, erwischt er mich nicht. Friss Raketen, Junge! Treffe ich den überhaupt? Ja, doch. Nein, ich wollte schon wieder aussteigen. Überhitzt. Und da ging daneben. Treffer. Treffer. Der trifft mich tatsächlich da hinten in der Ecke. Der sieht auch nicht mehr so gut aus. Jawohl. Easy. So. Kisten kaputt, weil wir es können. Und da lassen wir wieder Wasser ab. Und dann weiß ich auch nicht, wie es weitergeht. Dann müsste ja noch ein kleiner Abschnitt kommen. Bäm, das ging schnell. Man gebe mir mal meinen Anzug des Todes wieder. Es ist noch ein Abschluss übrig. Vielleicht sehen wir auch den ersten Endboss jetzt. Wir haben ja schon die Maus-Endboss ja schon gesehen gehabt. Also Endboss habe ich heute schon geliefert, aber ich will trotzdem mal gucken, was es hier noch so zu regeln gibt. Bäm, Rakete. Hui, Energie nochmal wieder geholt. Ja, es ist besser, ne? Also ich hol mir quasi einen neuen Anzug. Genau, jetzt müssen wir hier, bäm, runter. Hier kamen wir her, dann da lang, da kommen wir auch durch, da geht's weiter. Bäm, und nochmal, bäm. Und wir sind schon wieder ohne Anzug unterwegs. Hätten wir uns die Energie doch nicht holen brauchen. Das ist ein Tape. Kiki hat den Kassettenmodul unterhalten. Kiki, du hast deine Kassette gefunden. Wie malerisch. Du hast die Palette Steuerbord freigeschalten. Wechsel in dein Menü, um sie auszuprobieren. In und aus. Menü? Ach, da haben wir sogar eine Karte. Hätte ich vorhin mal gucken können. Menü? Karte? Status? Lautstärke, Sound, Palette, Standard? Nein, halt, wollte ich doch. Sanft, Steuerbord, Standard. Ja, ist. Komm, wir nehmen mal Steuerbord. Steuerbord finde ich gar nicht so hübsch. Da ist Standard doch irgendwie geiler. Aber die paar Sekündchen, die ich jetzt erzeuge, können wir ruhig mal auf Steuerbord lassen. Steuerbordseite. Bäm. Wie? Genau, einfacher Jump. Ach, der Fisch und... Nein, ich... Das ist ja das Allerdümmste. Ich mit meinen Raketen verwechsle ich immer. Ich bin der Raketenverwechsler. Der dümmste Raketenverwechsler auf diesem Planeten. Ohne Scheiß. Ach, Mann, ey. Da hat nur einer Schuld, das bin ich. Ich geb's zu. So, Fisch, du bist tot. Komisches Ding, du auch. Eieieiei. Aber erinnert mich ein bisschen an am Super Game Boy. Da konnte man auch so verschiedene Farbthemen einschalten. Ich wollte gerade Game Boy Color sagen, das ist aber Quatsch. Super Game Boy, genau. Wer den Super Game Boy nicht kennt, das war ein Gerät, mit dem man Game Boy, Original Game Boy Spieler quasi auf dem Super Nintendo spielen konnte. Das war Super Game Boy. Na, weil die ja sowieso schwarz-weiß waren, die hatten ja keinen Farbcode dahinter, außer ein paar spezielle Games, die hatten einen kleinen Farbcode dahinter, extra für den Super Game Boy geschaffen. Konnte man sich quasi die bis zu 8 Farben oder waren es 16 Farben? Ich weiß gar nicht mehr. Für unterschiedliche Sprites und so weiter oder Layer des Game Boys einzeln festlegen. Und das war ziemlich geil, weil dann konnte man sich die Spiele quasi so einfärben, wie es für einen selbst Sinn gemacht hat. Und manche Codes, also es gab ja einen Spielberater dann noch zum Game Boy, Super Game Boy, und der hat dann gesagt, komm, nutze die Farbkombi und die Farbkombi für das Level. Zum Beispiel, das ist ein Wasserlevel und jetzt macht das Blaue durchaus ein bisschen Sinn. Ne? Ah, es war ja einfach, hier durchzukommen. Das sage ich jetzt ja. Da kommen wir nicht lang, wenn wir nichts zum Ballern haben. U-Boot. Hier haben wir keine Raketen. Merke dir das mal oft. Keine Torpedos, kein gar nichts. Also schwimm einfach durch, chill dein Leben, töte nicht so viel. Und wir sehen auch da hinten schon den nächsten Katzenschalter. Das nächste Katzenlaufband, was extra eingebaut wurde. Das heißt, wir bräuchten hier eigentlich... Oh, Endboss. Also Miniboss? Ja klar, Miniboss aber. Warum habe ich jetzt schon wieder massiv aufs Maul gekriegt hier? Das U-Boot hat nicht so viel Defense, ne? Alter. Ich bin der Allerschlechteste. Warum habe ich mich davon treffen lassen? Das war absolut unnötig. Gut. Überstanden. Ja,
Warnanzeige ist gut. Aber wir brauchen das U-Boot nicht mehr. Wir nehmen es trotzdem mit. Geht nicht mehr. Okay, dann nicht. Neuer Roboteranzug. Sau stark, alles das, was wir brauchen. Ist only a Roboteranzug. Ach Gott, das Laufband ist gar nicht dafür da. Das Laufband ist dafür da, um dieses Ding da zu bewegen. Ich habe gedacht, wir lassen damit jetzt das Wasser ab. Naja, ein bisschen Wasser lassen können wir später auch noch. Also, ja. Was geht da? Ich erwarte ja wieder so ein Endboss-Ding. Gleich. Weiter, 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 weiter. Müssen wir den ganz bis zum Ende transportieren? Man sieht ja nicht, wo es hingehen soll. Ich glaube, es ist fertig. Nee, nicht ganz. Das war dumm. Entschuldigen Sie. Oh, Raketenjump hat mich nochmal gerettet. Ja, es war vielleicht nicht ganz platziert, aber egal. Ich speichern, weiter geht's. Dumm, das ist einfach nur ein Speicherpunkt, ne? Da kriegen wir, die Rüstung hilft uns da gerade gar nichts. Und wir kriegen das U-Boot des Todes. Und das ist auch nur dafür gut, dass wir ballern können, um Türen aufzuballern. Im Endeffekt ist die Katze unter Wasser kleiner und wie... Was? Miau? Wer hat gerade redet? Ich habe es nicht gelesen. Quiek, quiek. Oh, es ist wieder eine Maus. Ekelhaft. Hahaha, bilde ich mir etwas ein? Miau? Kiki, merkt sie aus. Aber gerne doch. Wir haben keine Raketen, muss ich mir mal wieder Augen führen. Woher holst du den Shit immer her, Maus? Aber dieses Katze-Maus-Spiel, hahaha, gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Es fehlt nur noch irgendein Hund. Weiß auch nicht, als Boss oder so, als Verbündeter für die Katze, weil die Maus schon in der Gegend ist. Nein, ich wurde getroffen. Oh, Alter. Quiek für mich, Maus. Quiek. Ich bewege mich zu viel. Ich denke auch immer, ich kann die Geschosse zerschießen, weil ich die Raketen zerschießen konnte. Aber es ist what the fuck? Okay, dieser Kampf wird vielleicht an die Maus gehen. Ich bin ein bisschen zu offensiv, merke ich gerade. Ich muss die Maus eigentlich mehr an ihren Schwachstellen treffen und nicht, wenn die Ballerine will. Aber die auch die Reichweite begrenzt, die kotzt mich gerade ein bisschen an. Würdest du das bitte lassen, Mausi? Das ist ja noch beschissener! Wie hätte ich dann kommen können? Hätte ich die Rakete zerschießen müssen? Okay, jetzt macht der Speicherpunkt auch Sinn. Eieiei, also den Boss möchte ich schon noch mitnehmen. Mausi McMausenstein. Ich merz dich aus. Ja, los, los, los. Ausmerzen. Alter, das ist wirklich jeder Balken ist ein Schuss, den ich machen muss, ne? Den ich treffen muss. Das sind ganz schön viele, aber guck mal, die Reichweite von den Energiekugeln ist auch begrenzt. Nur von ihren Torpedo-Riesen-Monster-Billy-Bats, die sie schießt. Nicht. Nein, ich hätte mich davon nicht treffen lassen sollen. Ich bin immer zu gierig, was die Treffer angeht. Ich will immer mehr raushauen und kassiere dann selber einfach nur Schäden. Wisst wie? Kann ich die auch zerschießen oder was? Alter. Würdest du das bitte mal lassen, wenn ich schon 3000 Dinge durch die Gegend fliege? Nein, hätte ich ausweichen müssen. Würdest du das... Okay, ich kann auch automatisch schießen. Da muss ich die ganze Zeit auf den Knopf hämmern. Gefällt mir wesentlich besser, merke ich. Keine Chance. Ich muss sie zerschießen können. Okay. Aber es hilft schon, ich muss nicht mehr auf die Taste hämmern. Man kann automatisch ballern. Das will ich mir zugute machen. Vielleicht ist es ein bisschen langsamer. Aber ey, mein Finger schläft wieder ein. Ja, es ist wesentlich langsamer. Aber es ist besser fürs Ausweichen. Es nutze ich jetzt einfach mal. Bei Joy-Cons, man neigt doch dazu, sich zu verlenken, wenn man auf die Tasten hämmert. Also ich zumindest. Nur aufs Ausweichen konzentrieren. Und schon drücke ich wieder mehrfach auf die Tasten, werde ich zusammengeschrotet. Alter, das gibt's doch nicht. Warum? Es ist ja nicht so schwer. Ich stelle mich wieder an. Wie der letzte Mann. Hellerie, hallera. Jetzt treff doch mal! Es ist ein bisschen indirekter unter Wasser, die Steuerung, muss ich zugeben. Also gefällt mir die am
will diesen Mausgänger jetzt töten. Ich stelle mich viel zu... Das ist zum Kotzen. Wie er mich den mit... Ich habe noch ein... Ach, Kacke. Okay, nochmal. Dass der mir so schwer fällt gerade. Das ist ja furchtbar. Ich will nicht, dass der mir so schwer fällt. Ich will ihn töten. Die Maus. Aus die Maus. Okay, nochmal. Ja, los, los, los. Und gleich draufhämmern. Ich brauche noch was gegen seinen super Todesangriff. Wo er einfach das Zeug auf mich wirft und ich absolut nichts dagegen machen kann. Nein, ich will immer zu... Ich kann die zerschießen, okay. Man neigt dann doch schon ein bisschen, also ich vielmehr so zum Ausweichen. Okay, Hälfte meiner Energie ist knapp weg. Aber seine auch. So, schieß mir ein Loch. Okay, das war sehr gut. Eieiei, jetzt wissen wir doch, wie es geht. Im richtigen Moment mehr draufhämmern und dann wieder ausweichen. Eieiei, das war wieder der Ausweichmovement, den ich nicht gemacht habe. Oh, ich habe das überlebt. Alter. Das ist nicht euer Scheiß Ernst. Damn. Oh, Gott sei Dank. Ey, Leute, der Kampf war schwieriger, als er vielleicht aussieht. Also für mich zumindest. Puh, Kiki, das hast du toll gemacht. Und dieses Rattenproblem werde ich definitiv in meinem Bericht erwähnen. Lass uns aufbrechen. Ach, toll. Das Rattenproblem wurde erwähnt. Das ist mir aber richtig, das Kiki richtig viel geholfen. Hui. Oh, ich glaube, wir brauchen nochmal einen Roboteranzug. Aber schön Endboss-Fight gezeigt. Nochmal, muss ich sagen, lobe ich mich selber. Hallo, können wir nochmal hier reingehen? Danke sehr. Ich müsste das Let's Play jetzt eigentlich beenden, weil ich denke, ich nehme euch sonst ein bisschen zu viel weg. Und das würde ich schade finden. Aber gucken wir mal ganz kurz, ich will noch gucken. Das ist der letzte. Gut, Kiki, miau. Es ist Zeit, zum Nexus zurückzukehren. Ja, wir haben die Wassermission beendet. Aber ihr merkt jetzt hoffentlich, was ich meine mit, es gibt kaum Backtracking. Also es ist jetzt nicht wirklich so, dass wir jetzt den ganzen, also Weg jetzt, selbst hier, gibt es jetzt einen neuen Weg, den wir gehen können, ohne dass wir den ganzen Shit, den wir schon gemacht oder gesehen haben, nicht nochmal nutzen müssen. Und das ist eine schöne Sache, wie ich finde, weil Backtracking gehört zu Metroidvanias eigentlich dazu, aber das ist eine andere Art Metroidvania. So, der Frosch ist tot, der Frosch ist tot. Was willst du denn haben, Junge? Ich habe hier einen Raketwerfer und du... Nix. Richtig. Danke dir dafür. Oh, was haben wir jetzt? Ein Turbolüfter. Drehsprungmodul erhalten. Kiki, du hast das Drehsprungmodul erhalten. Drücke in der Luft B, um... jetzt komm nochmal. Springen. End und aus. Alter, schön den Screamjump hier von Metroid. Oh, da ist das schön. Highlight. Jetzt können wir viel höher kommen. Und hüpfen, wie wir wollen. Yay. Okay, vielleicht müssen wir doch zurück. Aber wir wären so nicht zurückgekommen, nur mit diesem tollen Jump. Aber wie gesagt, kein Wasser mehr. Gut, vielleicht habe ich es doch vorweg ein bisschen zu weit gelobt. Man hat ja doch Backtracking, ich gebe es zu. An der Stelle würde ich jetzt erstmal sagen, Leute, ich lasse Kiki noch ein bisschen hier an die Wand hochlaufen, weil sie es verdient haben zum Training. Nein, aber auch. Und sagt bis die Tage und schaut und gönnt euch das Spiel. Es macht echt Spaß. Wie gesagt, es ist ein gutes Metroidvania, mal auf eine andere Art. Kiki, hoch da, hoch da.